Ja, das bedeutet uns sehr viel. Wir wissen, dass Offenbach auch mit FSV zusammen dieses Jahr die Ambitionen haben, aufzusteigen. Wir sind eine Truppe, die schon seit längerem zusammenspielt und arbeiten sehr hart dafür. Und wenn so eine harte Arbeit mit einem Sieg dann auch noch belohnt wird, bei so einer taktischen Disziplin, die die Mannschaft auf die Beine gestellt hat, dann ist der Jubel grenzenlos. Und der Schlüssel war auf jeden Fall das Training diese Woche. Die Jungs haben sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr konzentriert gearbeitet, genauso wie das Trainerteam auch. Wir wussten, was wir umsetzen wollen, wie wir das Spiel angehen wollen. Der Matchplan war klar und die Jungs haben das heute 1:1 umgesetzt. Sind alle platt, glaube ich. Morgen ist erstmal auf jeden Fall frei. War sehr viel zu laufen, bei dem Wetter auch noch heute. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs auf jeden Fall. Das ist Fußball, im Fußball ist alles möglich. Wir werden auch nach Frankfurt gehen, nach Riedberg, nach Riederwald da hinten und werden auch da für 3 Punkte spielen. Und wir werden wieder diese Woche von null anfangen, werden wieder arbeiten, werden hart arbeiten und dann werden wir sehen, was das nächste Wochenende bringt. Aber jetzt erstmal zählt es, den Sieg zu genießen, zu feiern und ab Montag geht es dann wieder los, morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.